Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Guten Tag. Sie wünschen? Telestammtisch, Schatz. Wie viele? Alle. Ach, hier, bitte. Sag mal, Inge, weißt du noch, wo ich gestern das Pögelsalz hintan habe? Sag mal, alles okay bei dir? Bei mir? Ja, alles in Ordnung. Also, weil du hast so einen komischen Gesichtsausdruck. So als ob. Sag mal, Inge, wo sind die ganzen Telestammtisch-Shots hin? Wie bitte? Ja, die lagen doch eben gerade noch hier. Ich weiß nicht, was du meinst. Bitte nicht. Bitte sag mir jetzt nicht, dass du die einfach wieder so im hergelaufene Schönling mit Hippie-Frise gegeben hast. Schon möglich? Ernsthaft? Verdammt, Inge, erst unsere ganze Teewurst. Jetzt auch nur die Telestammtisch-Shots. Ich fass es nicht. Hat er wenigstens gezahlt? Gezahlt? Herrgott, sei dir, Inge. Schon wieder? Sobald ein Typ mit langer Mähne in der Metzgerei auftaucht, gibst du ihm alles, was er will und er muss nicht einmal dafür bezahlen. Was soll denn der Mist? Es war ein Versehen? Ja, Versehen. Und ich darf dann wieder von deiner Mutter anhören, dass wir zu wenig Geld haben. Ja klar haben wir zu wenig Geld, wenn Mamas perfekter Engel immer die Ware umsonst hergibt. Meine Fresse, Inge, das Geschäft soll die uns und die Kinder doch absichern. Ja, weißt du, die Kinder... Was? Was ist mit den Kindern? Ach. Inge, was ist mit unseren Kindern? Nichts, nichts. Ja, sag mal, wo sind die? Ich hab die Zeit. Mensch, Inge, du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du unsere Kinder weggegeben hast, oder? Schon möglich. Inge, also jetzt hast du ja tatsächlich den Verstand verloren. Schrei mich nicht an. Ich schrei dich an, wenn ich will. Wie geisteskrank kann der Mensch bitte sein? Erst die Teewurst, dann die Telestammtischschutz und jetzt auch nur unsere Kinder? Mensch, Inge, sei ehrlich zu mir. Du rauchst wieder Christel, oder? Ich? Nein, du bestimmt nicht. Du rauchst wieder Christel. Mensch, komm, ich ruf dein Psychiater. Wo ist das Telefon? Ich ruf dein Psychiater an. So geht's nicht weiter. Es tut mir leid. Geh hinter ins Lager, da habe ich noch eine Folge Shots vom Telestammtisch. Hör dir die Filmkritiken von den Neustarts der Woche an, die nicht so groß sind, aber dennoch einen Blick wert sein könnten. Und ich ruf derweil Dr. Krugmann an. Die Tour, die kannst du vergessen, Fräulein. Damit eins klar ist, wenn die Kinder zurück sind, zieh ich mit denen zu meinem Bruder. Seit geraumer Zeit ist ja Netflix durchaus eine Anlaufstelle, was Anime angeht. Neben einigen Produktionen, die sie natürlich seit geraumer Zeit in ihrem Programm haben, wagen sie sich auch mittlerweile daran, Anime-Kultserien neu aufzugießen. Das kann manchmal furchtbar in die Hose gehen. Wir erinnern uns alle an Death Note. Ob es vielleicht auch funktionieren kann, sehen wir nun hier bei Cowboy Bebop, die ab dem 19. November weltweit auf Netflix startet. Ich habe sie aber gar nicht vorab sehen können. Allerdings der Kollege Patrick, der hat bereits die ganze erste Staffel intus. Hi. Hi. Ja. Cowboy Bebop habe ich persönlich immer nur so mit einem halben Auge gesehen, gilt auf jeden Fall als so eine der größeren Kultserien. Magst du aber vielleicht mal für die Leute, die gar nicht wirklich wissen, was da jetzt auf sie zukommt, sagen, worum geht's denn hier? Also die Cowboy Bebop, das ist ein Raumschiff, das ist ziemlich rüstig, also es ist kurz vorm Auseinanderfallen, es wird gerade so mit Tapes zusammengehalten. Und da haben wir dann eine Crew, bestehend aus Spike Spiegel, also den Hauptprotagonisten, der auch so eine mysteriöse Vergangenheit hat. Faye Valentine, eine Diebin, die immer wieder für Stress sorgt. Und JetBlue, das ist so quasi der Scharfschütze und der Techniker des Schiffs. Irgendwann gerät so diese Idylle von der Crew durcheinander, weil die Vergangenheit von Spike Spiegel droht, die einzuholen. Und das Ganze in einer Welt, wie wir sie auch von Firefly kennen. Also die Welt wurde kaputt outgesourced und jetzt geht man ins All, um hier nach weiteren Ressourcen zu suchen. Alle halten sich natürlich mit Kopfgeld
Jagden über Wasser, also mit bestimmten Aufträgen. Und ja, das ist jetzt das Schöne an der Serie, beziehungsweise an dem Anime. Das war eine Serie, die konntest du fast wahllos ansehen, bis auf die Spike-Spiegel-Folgen, weil die Handlungen meistens in sich abgeschlossen waren und trotzdem so ein gewisser roter Faden vorhanden war. Das war also eher so bei dem Anime der Fall. Der lief ja auch gar nicht so lange, sehe ich gerade, von 98 bis 99, aber es gab auch Kinofilme und noch einiges andere drumherum. Wie waren denn jetzt so deine Erwartungen oder was hast du dir gedacht, als Netflix das hier angekündigt hat? Ich habe mich auf der einen Seite gefreut, aber ich hatte eben auch ein bisschen Schiss, weil dieses Vorabmaterial, das sei wie es bei Anime-Realverfilmungen typisch ist, halt so ein bisschen auch nach Cosplay aus. Und der Eindruck hat sich halt dann in der Serie dann ein bisschen bestätigt. Aber ist das zwingend was Negatives für dich oder kannst du das schon irgendwie akzeptieren als eine gewisse Stilistik? Ich habe es als eine gewisse Stilistik akzeptiert, aber wir haben hier wirklich einen schönen Soundtrack und so ein bisschen Sin City-Feeling. Da dachte ich, hätte man so diese Farbgebung ein bisschen runterreguliert, dann hätte man hier echt so eine Art Sin City-Vibe bringen können. Also mit so leichten Farbtupfern, dass dann zum Beispiel Spikes Outfit so dieses lila-blaue hat. Oder von Faye, dass da dieses gelbe Outfit da raussticht. Und gerade beim Hauptantagonist, den Vicious, da merkt man das noch mal eine Spur deutlicher. Also der wirkt dadurch, dass er weiße Haare hat und dann die Synchronstimme von Henry Cavill wie so ein Geralt von Riva Cosplayer, da ist mir das halt ein bisschen negativer ins Auge gefallen. Okay. Also da hätte man mit der Farbregulierung echt ein bisschen was regeln können. Aber an sich ist der Ton von der Vorlage recht gut eingefangen worden. Die Umgebungen, die wirken halt richtig schön organisch. Man hat dieses ausgesourcete, die Cowboy Bebop, man merkt, wie die halb auseinanderfällt. Und die Städte, die sind irgendwo so zwischen Crime Noir und richtig schönen Western-Setting. Also da haben sie schon relativ viele Knöpfe gedrückt, wo ich dachte, ja, es wirkt so, als würde man eine Cowboy Bebop-Serie aus einer Parallelwelt schauen. Es ist so ein bisschen befremdlich und trotzdem auf irgendeine Art doch vertraut. Was halt dem Anime zugute kam, ist, dass der mit seinen 20 Minuten pro Folge relativ knackig daherkam. Hier hat man eben doch dann mehr dieses genre-typischere Serienkonzept. Eine Folge geht so zwischen einer Stunde und 45 Minuten. Und dadurch wirkt das dann nicht mehr ganz so kurz und knackig. Aber es ist halt so diese typische Serienkonvention und auch, dass die Folgen hier ein bisschen mehr als die Serie aufeinander aufbauen. Du meintest jetzt gerade schon, also der Anime war ja relativ kurzlebig, waren ja eigentlich nur zwei Staffeln mit insgesamt 26 Folgen, wie zum Beispiel auch sowas wie bei, also sehr viel länger als Death Note ist es zum Beispiel nicht, die ja auch bereits umgesetzt wurde von Netflix und leider ziemlich schauderhaft. Meinst du denn, dass hier eventuell dann überhaupt noch eine zweite Staffel kommt oder haben sie eigentlich jetzt schon mit dieser ein, weil jede Folge geht ja in etwa doppelt so lang wie die von dem Anime, kommt da überhaupt dann noch was oder ist eigentlich schon die Handlung abgeschlossen mit dieser Staffel? Es gibt ein relativ offenes Ende, da war ich so ein bisschen hin und her gerissen, also gerade mit dem Ende der Staffel bewegt man sich so auf neues Terrain, beziehungsweise hat so eine Änderung, wo ich erst die zweite Staffel abwarten muss, ob die mir gefällt. Und mit dieser Änderung der zweiten Staffel würde man echt so ein bisschen neuere Gebiete abklappern oder schauen müssen, wo sich das Ganze jetzt hin entwickelt. Mhm. Gerade auch, weil viele der Gegner aus der Serie auch schon in der ersten Staffel quasi abgehakt wurden, bin ich gespannt, was für einen Dreh die in der zweiten Staffel finden würden. Also es ist ein offenes Ende, das Lust auf mehr macht. Aber ich bin da echt gespannt, wie sich diese Änderung noch bemerkbar machen wird, weil das ist schon ein relativer Stilbruch im Vergleich zu der Serie, was da am Schluss kommt. Okay. Hast du denn den Eindruck, dass die Serie dann schon irgendwie ein gewisses Eigenleben entwickelt oder hält die sich schon wirklich sehr nah an die Vorlage? Es gibt Szenen, die sind 1:1 übernommen und dann gibt es halt quasi so eigene Pfade, die beschritten werden oder
eigene Variationen, die das zumindest eigenständig genug machen, dass auch Fans der Anime-Reihe mal überrascht werden könnten. Aber ob das Ganze dann genug Eigenleben entwickelt, das wird sich dann erst mit der Änderung in der zweiten Staffel dann zeigen müssen. Bisher haben die sehr viele altbekannte Pfade betreten. Nochmal kurz vielleicht zur Besetzung. Wie hat dir die gefallen? Ich fand die Besetzung eigentlich ganz stimmig. Gerade Daniel Panida als Faye Valentine, die hat so eine lockerflockige Art reingebracht, die dem Ganzen richtig gut getan hat. Also sie ist halt so diese Diebin, die sie immer wieder verarscht. Und auch die Dialoge, die waren richtig gut. Also da war schöner Schlagabtausch zwischen Jet Black, zwischen Spike Spiegel und so. Das fand ich schon passend besetzt, eben, wenn man das mal ausblenden kann, dass das so ein bisschen Cosplay-artig aussieht. Aber ansonsten fand ich das relativ gut besetzt. Die Action war so überdreht, wie sie sein musste. Es hätte für mich sogar ein Stück weit überdrehter sein können, wie sie es im Trailer angedeutet haben. Und die Musik, die war irgendwo so zwischen Jazz, Heavy Metal und Classic, also auch so eine Eigenschaft, die sie aus dieser Cowboy Bebop-Serie übernommen haben, wo ich dachte, ja, das macht die Serie wirklich aus. Okay, wenn ich das hier so sehe, einer der Autoren hat zum Beispiel auch, das ist halt kein Zufall, der hat zum Beispiel an The Mandalorian mitgewerkelt oder auch an Star Wars Rebels und der hat zum Beispiel auch das am Drehbuch zu Thor Ragnarok mitgeschrieben. Das sind ja irgendwie alles aus letzten Endes so Genre-Sci-Fi-Mashups. Da scheint es hier schon sehr gut zu passen. Vor allem sind das Genre-Sci-Fi-Mashups, die von Cowboy Bebop beeinflusst wurden dann letztendlich. Ähnlich wie Firefly. Gut, Patrick, dann würde ich dich vielleicht noch um ein Fazit bitten. Du kannst vergeben 1 bis 5, ja komm, Fireflies. Okay, also wie ich schon gesagt habe, der Ton von der Vorlage ist gut getroffen. Bis ins Melancholische haben sie das relativ gut eingefangen. Deswegen vergebe ich gut gemeinte 3 von 5. Fireflies in der zweiten Staffel ist vielleicht eine Steigerung möglich. Und wenn euch das gefallen hat, schaut gerne bei Cowboy Bebop, bei der Anime-Serie rein, Firefly oder auch Lupin, von dem das auch sehr beeinflusst ist. Okay, also würdest du die Serie hier womöglich auch Leuten empfehlen, die mit Anime eher nicht so viel anfangen können? Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist eine der besseren Anime-Realfilm-Umsetzungen, auch wenn das die altbekannten Krankheiten dann doch noch irgendwo in der DNS hat. Aber es macht halt Spaß, also das läuft gut durch. Okay, da wird ja noch einiges kommen von Netflix. Unter anderem haben sie ja auch eine Neuauflage von Avatar The Last Airbender angekündigt. Mal gespannt, was daraus wird. Patrick, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und deine Meinung. Gerne. Mach's gut. Bis dann. Große Freiheit heißt der neue Film von Sebastian Meise, der ab dem 18. November 2021 im Kino zu sehen ist. Wir konnten ihn vorab sehen. Mein Name ist Paul und bei mir ist Lida. Hallo. Hallo. Ja, worum geht es in Große Freiheit? Der Film ist in erster Linie ein Gefängnisdrama, das sich aber auch sehr effektiv mit einer Liebesgeschichte, die nicht ganz gewöhnlich verläuft, vermischt. Er springt zwischen drei Zeitebenen hin und her und spielt im Deutschland der Nachkriegszeit, also der BRD. Wir sind einmal im Jahr 1945, als der junge Hauptcharakter Hans Hoffmann, gespielt von Franz Rogowski, direkt aus dem KZ ins Gefängnis eingeliefert wird. Er muss noch eine Rechtsstrafe absitzen, denn Hans ist schwul und das ist, wie es bei den Nazis der Fall war, auch im Nachkriegsdeutschland, das heißt in der BRD, nicht in der DDR, gesetzlich verboten. Sein Zellennachbar wird dann der wegen Mordes einsitzende Viktor, der erst gar nicht freundlich auf diesen Schwulen zu sprechen ist, denn er hat so ziemlich alle Vorurteile, die in dieser Zeit üblich waren. Aber wie uns die zwei anderen Handlungsebenen, einmal gegen Ende der 50er Jahre und einmal im Jahr 1968, kurz bevor, wie manche von euch wahrscheinlich wissen, der bestimmte berüchtigte Paragraph 175, der sexuelle Handlungen zwischen Männern, in der meisten Zeit wurden in diesem Gesetz immer nur von Männern gesprochen, Frauen fanden keine Erwähnung, also betraf es vor allem Schwule, kriminalisiert gestrichen wurde. Und da zeigen uns nun diese drei vermischten Handlungsebenen, wie sich die Beziehung der beiden und auch deren Leben und Charaktereinstellungen entwickeln.
Genau. Und du hast es schon in deinem ersten Satz gesagt, das hier ist zum Großteil ein Film, der Gefängnisalltag zeigt, der die ganze Zeit eigentlich im Gefängnis spielt. Und das kann ich jetzt auch schon mal sagen, das ist eher ein trostloser, beziehungsweise von seiner Gemütslage her eher schwerwiegender Film. Wie hat dir denn die Umsetzung dieser Geschichte innerhalb wirklich dieser beengenden Gefängnismauern gefallen? Das war für mich tatsächlich der Höhepunkt oder die größte Stärke des Films, dass er es effektiv schafft, zum einen realistisch darzustellen, wie dieses System, das faschistische System, im Prinzip bestehen bleibt, wie sich nur die Strukturen minimal verändern und ein bisschen in manchen Szenen wortwörtlich übergepinselt wird, aber dieses gleiche rigide, unmenschliche System, in dem auch niemand geläutert wird, ich denke, die meisten stimmen damit überein, niemand wird im Gefängnis ein besserer Mensch, sondern dass man nur verroht wird, dass man erniedrigt wird und letztendlich auch so institutionalisiert, dass man irgendwann gar nicht mehr richtig fähig ist, sich dem Leben in der Freiheit zu öffnen. Wie das dargestellt wird, diese psychologische und auch oft physische Gewalt, das war für mich das ganz große Highlight des Films. Es hat sich so ein bisschen auf mich übertragen, beziehungsweise ich habe gemerkt, wie ich während des Films, es hat mich, ich will nicht sagen angestrengt, aber es war so ein bisschen, mich hat es herausgefordert, da die ganze Zeit so tatsächlich am Ball zu bleiben, was wahrscheinlich auch durchaus Teil der Intention ist und ist wirklich, also man sieht hier Charaktere wirklich leiden und die ganze Zeit diesen Weg eben, diesen auch von Eintönigkeit und Monotonie und dann wieder Gewalt, diesen geprägten Weg eben dort abzugehen und dann gibt es manchmal so kleine Gefühlsregungen zwischen den Protagonisten, die zwar so klein sind, aber die dann irgendwie eine viel größere Kraft haben, allein schon unter diesen Umständen. Wir haben hier ganz zentral, wie gesagt, diese Entwicklung der Liebe zwischen diesen beiden Hauptpersonen. Wie fandest du die Entwicklung, beziehungsweise dann auch die beiden Schauspieler hier? Schauspielerisch war es ganz hervorragend. Die Entwicklung selbst von der Handlung war für mich etwas brüchig. Ich muss noch ergänzen, zum Plot selbst, während Victor als lebenslanger Kandidat dauerhaft einsitzt, hat Hans aufgrund seines Schwulseins immer nur verkürzere, dann immer wieder längere Strafen, weil er Wiederholungstäter ist. Das heißt, Hans ist mal draußen und kommt immer wieder rein, sodass man hier zwei Parallellaufenden hat, die aber immer unterbrochen werden. Und wir sehen dann auch, wie diese wiederholte Haft Hans auf andere Weise prägt, als Victor geprägt wird durch seine langjährige Dauerhaft. Aber diese Liebesbeziehung beginnt ja als eine Art Kameradschaft, eine Art Freundschaft, die sich mit vielen Rückschlägen erst entwickelt und dann auch nicht wirklich eine Liebe in dem eigentlichen Sinne für mich dargestellt hat, sondern mehr ein Bedürfnis nach emotionaler Nähe und nach physischer Nähe. Nicht unbedingt nur im Sinne von Sex, sondern auch sowas einfach wie eine Umarmung oder überhaupt irgendjemand, der mal für einen da ist und einen tröstet, wenn irgendwas Schlimmes passiert oder so. Das hat man ja im Gefängnis nicht mehr, Freunde oder diesen familiären Rückhalt. Dass das sich dann irgendwie umsetzt, aber ich hatte dann zum einen das Problem, dass für mich diese irgendein über Physik hinausgehendes Gefühl nur schwer nachvollziehbar war und zum anderen, dass diese Beziehung, wie es leider oft der Fall ist, gerade bei schwulen Beziehungen, sehr auf das Physische reduziert wird. Dieses Klischee vom hypersexuellen Schwulen ist ja immer noch sehr präsent in unserer Gesellschaft. Das ist mir etwas übel aufgestoßen. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Probleme mit den verschiedenen Zeitebenen, die sich da erstmal so, also ich habe erstmal ein bisschen gebraucht, bis ich das dann tatsächlich alles einordnen konnte und weil sich die Protagonisten jetzt auch nicht so, zumindest von ihrem Körper oder so, so sehr viel verändern, beziehungsweise auch die Uniform oder allgemein sowieso die Räumlichkeiten bleiben ja alle immer sehr ähnlich, deswegen fiel es mir da erst ein bisschen schwer, das Ganze auseinanderzuhalten. Gibt es noch was, was dir eher negativ aufgefallen ist? Ein weiterer Aspekt, der für mich nicht optimal gelöst war, war, dass die ganze gesetzliche Struktur, dieser gesellschaftliche Rahmen, in dem das abläuft, diese Kriminalisierung in bestimmter Form von Sexualität oder deren Ausdrucks, dass man davon nichts sieht. Man sieht nur einmal ganz verkürzt, wie Hans verurteilt wird, das Urteil nur gesprochen wird und dann ist man immer drin. Das heißt, man lebt und ist immer nur konfrontiert mit dem Resultat, aber man kriegt zum Beispiel niemals einen Einblick in dieses Leben in ständiger Angst oder was ist das, das ihn jetzt immer wieder treibt, zum Beispiel, wie man dann ungefähr sich denken kann, in der Öffentlichkeit Sex zu suchen, anstatt vielleicht in irgendeinem Rahmen, wo das etwas diskreter ist oder man sich dann fragt, auch Fragen, die so unbeantwortet bleiben,
würde es bedeuten, dass wenn er vielleicht mit einem Partner sich in der Wohnung trifft, dass dann sogar eine Razzia kommt und die Polizei ihn rausholt? Oder hat er sich in gewisser Weise leichtsinniger verhalten als andere? Wie groß ist der öffentliche Druck? Was sagen die Medien? Davon sehen wir gar nichts. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, brauchen wir auch gar nicht noch sehr viel weiter ausschweifen. Lida, du kannst noch eine Punktzahl von 0 bis 5, ja, weiß ich nicht, Gefängnistüren oder vielleicht fällt dir noch was Besseres ein, vergeben. Und dann schließe ich noch mal ein Fazit an. Ich gebe 3,5 wohlwollende Gefängnistüren, hoffentlich offen, weil diese Art, wie dieser Film das kaputte und kranke System Gefängnis vorführt, sehr realistisch, wirklich prägnant ist und der auch mehrfach den Finger in diese Wunde legt, wie nah die BRD eigentlich dem Dritten Reich war. Das ist für mich schon sehenswert und natürlich die großartigen Schauspieler in den Hauptrollen, das großartige Szenenbild. Insofern eine klare Sehempfehlung, wenn es auch einige Abstriche gab. Ja, ich schließe mich da den 3,5 von 5 Gefängnistüren an, auch aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Für mich war es wirklich ein Film, der mich auch eine Zeit lang, beziehungsweise über die Zeit des Films hinweg, in der Art und Weise eben eingeengt hat. Und ich denke, das ist auch mal sehens, beziehungsweise ja, vielleicht auf eine Art und Weise auch erlebenswert, zumindest in filmischer Form. Gut, Dankeschön, Lida, für deine Zeit und ich bedanke mich auch bei euch ZuhörerInnen. Viel Spaß und weiter geht's. Ciao. Tick, tick, boom und hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Musicals Tick, tick, boom von Netflix. Ich bin der Stu, heute an meiner Seite meine ganz persönliche Lieblingsösterreicherin und Musical-Expertin, die Katharina. Hallo. Hi. Katharina, ich weiß, du hast dich sehr auf diesen Film gefreut, denn nicht nur ist es das Spielfilmdebüt von Lin-Manuel Miranda, dem Schöpfer von Hamilton und In the Heights. Nein, in diesem Film geht es auch um den Schöpfer von Rent, deinem Lieblingsmusical, oder? Ja, also Hamilton und Rent, so beide top. Das heißt, du bist eine Person, die sich von Musicals gerne begeistern lässt? Auf jeden Fall, ja. Und das ist ja leicht. Ich bin da leider auf der anderen Seite des Flusses. Ich kann mit Musicals in der Regel nichts anfangen, hab mir aber trotzdem Tick, Tick, Boom vorab mit dir angesehen. Aus zwei Gründen. Zum einen, Andrew Garfield spielt mit und ich finde diesen Mann einfach großartig. Zum anderen steht auf meiner Bucketlist, dass ich einmal ein Musical mit dir besprechen möchte, Katharina. Das heißt, nach diesem Podcast kann ich zufrieden und in Ruhe sterben gehen. Vielen Dank schon mal dafür, vorsorglich. Kein Problem, immer wieder gerne. Ich helfe, wo ich kann. Ja. Bevor ich mich aber zur Ruhe bette, Katharina, kannst du uns mal kurz erklären, worum geht's denn jetzt genau in Tick, Tick, Boom? Ja, also es geht eigentlich um das Leben von Jonathan Larson und es geht so um die letzten 8 Tage vor seinem 30. Geburtstag und er kriegt halt ein bisschen an Stress, weil er noch nichts veröffentlicht hat, kein Musical, er will unbedingt Musical Writer werden, aber hat noch keine Aufträge, gar nichts und arbeitet seit Jahren an einem Musical namens Superbia. Ja, es fehlt ihm immer noch ein Song für das Musical, wo er auch einen Workshop dann am Ende der Woche hat, wo eben dieser Song fertig sein muss. Und es geht ihm halt um sein Leben in diesen letzten Tagen vor seinem Geburtstag. Er lebt mit seinem besten Freund zusammen, eine Freundin, die wohnen alle in New York. Und ja, es geht darum, wie er versucht, diesen Song zu schreiben und sein Leben lebt. Vielen Dank. Der Film spielt, glaube ich, in den 80er Jahren, nicht wahr? In den 90, also es fängt an 1990. Das ist, da hat er den 30. Geburtstag. Das ist der erste Song. Okay, also es sind noch so die Nachwehen der 80er, aber noch spürbar. Denn diese Thematik von AIDS fand ich war sehr präsent. Das ist ja auch, glaube ich, ein großes Thema in Rent, oder? Ja, genau. Also in Rent geht es ja auch darum, dass einige von den Hauptcharakteren AIDS haben, wie sie damit umgehen. Hm. Ich wusste gar nicht, worum es in Tick, Tick, Boom eigentlich geht. Bei mir war nur so, oh, Andrew Garfield, den mag ich nicht mehr an. Und ich finde, dass Andrew Garfield hier in diesem Film mal wieder beweist, dass das ein Tausendsasser ist, der kann wirklich, glaube ich, alles spielen. Ja. Also vom Priester bis hin zum Soldaten, bis jetzt eben zu diesem Jonathan Larson, der ja, ich würde sagen, Mr. Lebensfreude in Person ist. Hat dir das gefallen? Ja, ich fand Andrew Garfield auch super in der Rolle. Also der hat das, es hat so Spaß gemacht, ihm zuzuschauen, wie sie da, es gibt diesen zweiten Song, wo sie durch die, in der Wohnung diese Party feiern und er durch die Wohnung tanzt und singt und so. Das macht einfach so viel Spaß, ihm zuzuschauen. Ich glaube, dem hat es wirklich Spaß gemacht, weil das spürt man irgendwie. Pass auf, ich hatte aber ein sehr großes Problem mit diesem Film. Und ich meine jetzt nicht, dass da dauernd gesungen wird und getanzt wurde, das war mir schon klar. Ich habe wirklich ein Problem mit der Person Jonathan Larson, also zumindest so, wie sie dargestellt wird. Ich habe die nämlich größtenteils als ziemlich egoistisch empfunden. Es gibt eine Szene, wo ihm sein bester Freund mal so ein bisschen Leviten liest. Und da saß ich hier vor meinem Fernseher und dachte, danke, endlich sagt's mal jemand. Ich finde, das ist so ein Film, ich meine, Jonathan Larson ist ja leider Gottes, glaube ich, am Premierentag von Rent 96 gestorben, also sehr tragisch. Ich finde aber, dass der Film
ist halt so ein typisches, sag ich mal, Biopic. Da wird ziemlich viel poliert und man versucht, dass dieser Larsen so gut wie möglich dasteht. Aber ich für meinen Teil dachte mir, eigentlich agiert er oft wie ein ziemlicher, ja, wie ein ziemliches egoistisches Arschloch. Hast du das ähnlich gesehen oder sagst du, nein, Jonathan Larsen ist einfach ein Heiliger? Ich finde schon, dass man sieht, dass er jetzt nicht die einfachste Person war. Auch im Umgang mit seiner Freundin, seinem besten Freund und so. Aber, also mich hat das nicht gestört. Also ich finde, das ist halt einfach, klar, es ist ein Biopic, das heißt, es wird nicht nur die schlechten Seiten irgendwie herausgebracht werden. Ich finde schon, dass man merkt, wie er war und dass es nicht nur gut dargestellt wird. Also fand ich das nicht so störend. Kommen wir mal zu, ja, dem Kern des Ganzen, nämlich der Musik. Du hast ja schon gesagt, dass du die gut fandest. Ich kann da nicht viel zu sagen. Wie gesagt, ich bin einfach nicht besonders empfänglich für diese Art von, ich nenne es mal Musical-Sound. Aber wie fandest du es denn umgesetzt? Du als Musical-Liebhaberin, ist da dein Herz aufgegangen vor Freude oder hast du vielleicht doch ein paar Sachen entdeckt, wo du sagst, ach, das hat mir nicht so gefallen? Also, ich fand's geil. Ich fand's geil, dass irgendwie jeder Song komplett anders auch inszeniert war. Also, es gab immer so Zwischensequenzen, wo er dann im Prinzip dieses Tick-Tack-Boom vor Publikum spielt. Und da gab es manchmal Songs, die vor diesem Publikum gesungen wurden, dann wieder welche, die in der Handlung eingebettet waren. Und ich mochte den Score total. Ich habe viele Lieder sind mir sofort hängen geblieben. Ich habe den Soundtrack jetzt auch schon des Öfteren durchgehört. Und es macht immer wieder Spaß. Also, ich kann nichts aussetzen daran. Findest du denn, dass der Film bei Netflix gut aufgehoben ist oder findest du es eher traurig, dass der jetzt nicht ins Kino kommt? Also ich hätte ihn schon gerne im Kino gesehen, allein wegen Sound, weil es halt doch ein Musical ist. Aber das Gute auf Netflix ist, ich kann ihn so oft schauen, wie ich will und das wird noch einige Male sein. Ja, ich kann nur noch sagen, ich finde, man hat dem Film angesehen, dass der Lin-Manuel Miranda noch nicht so die Erfahrung hat als Filmregisseur. Ich fand, da waren ein paar Unsauberkeiten drin. Nichtsdestotrotz, wenn man wirklich musical-affin ist, wie du es ja bist, Katharina, glaube ich, ist Tick, Tick, Boom wirklich eine Riesensause, ein Riesenspaß. Da kriegt man alles geboten. Wenn man jetzt wie ich aber Musicals eher so ein bisschen so weiche Satan gegenübersteht, dann gibt es hier immer noch gute Qualitäten. Das sind vor allem die Schauspieler. Aber letztlich ist es mir dann einfach zu sehr Musical. Ich kann damit einfach nicht connecten. Und ich glaube, dass diese Geschichte von diesem Jonathan Larsen auch, glaube ich, sehr interessant ist und sehr mitreißend. Aber wie gesagt, diese Musical-Nummern reißen mich jedes Mal wieder raus. Aus diesem Grunde würde ich jetzt auch für mich gar keinen Fazit fällen und keine Bewertung abgeben wollen, weil das wäre dem Film unfair. Das wäre ungefähr so, als würden Vegetarier eine Frikadelle bewerten. Das ist, ich weiß nicht, das ist nicht so geil. Deswegen, liebe Katharina, würde ich dir jetzt zum Schluss ein Fazit einräumen, das nur du jetzt abgeben darfst. Und du darfst dir auch aussuchen, welche Art von Punkten du vergeben möchtest. Okay, also ich bin ein riesen Musical-Fan, ich bin ein riesen Jonathan Larsen, bzw. Rand-Fan und Lin-Manuel Miranda sowieso. Das heißt, bei mir ist es halt komplett anders. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch fair wäre, wenn ich ein Fazit abgeben, also oder eine Bewertung abgeben würde, weil ich glaube, das ist ziemlich klar. Aber ich würde dem auf jeden Fall 5 von 5 Schwimmbecken geben. Ja. Okay. Dann danke ich dir für deine Wertung. Ihr da draußen, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch draußen viel Spaß mit den restlichen Podcasts hier beim Telestammtisch. Bleibt uns treu und vor allem bleibt gesund. Ich sag Tschüss und das Gleiche darf Katharina jetzt auch machen. Tschüss. Ciao. Oliver Stone gilt ja nicht erst seit vorvorgestern als ungemein politischer Regisseur und zu seinen Werken gehört allem voran natürlich auch JFK von 1991 über die wahren Hintergründe des Mordes an John F. Kennedy. Und geschlagene 30 Jahre nach diesem Werk mit Kevin Costner damals in der Hauptrolle, kehrt er nun zurück zu dieser Thematik in JFK Revisited. Allerdings diesmal in Form einer Dokumentation. Der Sven konnte sie bereits in Augenschein nehmen für uns. Hi Sven. Hallo. Ja, JFK Revisited, eine Doku, an der ich auch sehr interessiert bin, aber damit das hier inhaltstechnisch nicht überhand nimmt, gibt nur einer seine Meinung zum Besten. Sag uns doch mal so kompakt, womit wir es jetzt hier genau zu tun kriegen. Tatsächlich ist die Dokumentation eine quasi Fortsetzung des alten JFK-Films, also JFK 2, die Rückkehr oder JFK 2.0, wie auch immer man dazu sagen möchte. Mhm. Es wird einfach aufgezeigt, was hat sich verändert, was für Dokumente sind freigegeben worden oder auch nicht. Und gibt es neue Hinweise, die man vielleicht doch noch verfolgen sollte? Okay, das ist natürlich schon bemerkenswert bei einem Attentat, was, lass mich nicht lügen, 60 Jahre zurückliegt.
Du meintest ja schon, du bist ein großer Fan des JFK Tatort Dallas Films. Ich nebenbei bemerkt auch, den finde ich großartig. Du meintest ja auch, dass es durchaus ein Vorteil ist, den noch mal gesehen zu haben vorher oder in Verbindung mit dem hier, weil es halt wirklich ein Sequel in Dokumentationsform ist, wie ich das jetzt auch sehe. Beide basieren ja tatsächlich auch auf Enthüllungsbüchern. Also sowohl der alte Film als auch der jetzt basierend auf einem Buch von James D. Eugenio. Kann man denn zur Not auch in die Thematik reinkommen, wenn man damit jetzt nicht so vertraut ist, wenn man den alten Film nicht gesehen hat, oder ist das wirklich ein Muss? Man sollte auf jeden Fall vorher sich schlau machen, weil es tauchen ganz viele Namen auf. Es wird zwar auch viel erklärt und am Anfang gibt es einen kleinen, ich nenne es mal Rückblick, aber trotzdem gibt es so viele Querverweise, dass man, wenn man einen kleinen Text oder irgendwas drüber gelesen hat, schwer mitkommt. Man wird dann schon wirklich regelrecht erschlagen. Aber du warst da ja schon so ein bisschen, also du hast dich auf jeden Fall auch schon, glaube ich, vorher damit auseinandergesetzt mit der Thematik. Die ist ja auch wirklich, also wir müssen jetzt hier nicht das Kennedy-Attentat nacherzählen. Hat der Film denn dir jetzt wirklich neue Erkenntnisse gebracht oder ist das jetzt nicht die großartige Enthüllung, die Oliver Stoney präsentiert? Wie sieht's aus? Doch, es gibt neue Erkenntnisse, es gibt neue Enthüllungen, die das Ganze dann in ein noch absurderes Licht führen. Es ist ja so, dass eigentlich 2021 hätten noch gewisse Dokumente veröffentlicht werden sollen, die jetzt aber natürlich wieder zurückgehalten werden. Mhm. Aber es gibt trotzdem neue, gute Erkenntnisse, interessante Erkenntnisse. Hast du da konkrete Beispiele, vielleicht was so auch den bisherigen Kenntnisstand so ein bisschen auch ins Wanken bringen könnte oder so den bisherigen Konsens über das, was passiert ist? Also es ist ja so, dass zum Beispiel eines der berühmtesten Sagengeschichten ja diese Magic Bullet ist. Da gab es jetzt nochmal neue Erkenntnisse, dass die Kugel, die ja gefunden wurde, die auch nicht irgendwelche Deformationen oder sonst irgendwas gehabt hat, sondern die ja wirklich fabrikneu aussah, gar nicht wirklich diese Kugel ist, die sie da gefunden haben, sondern wieder eine ganz andere. Und es wurde zurückverfolgt bis zu diesem FBI-Agenten, der diese eingetütet hat und der nochmal befragt wurde dann Jahre später und der gesagt hat, nee, das ist nicht die Kugel. Die Kugel habe ich nicht da rausgeholt. Es gibt neue Erkenntnisse zum Gehirn des Präsidenten, das ja auch abgewogen wurde, um daraus zu erkennen, wie viel da gefehlt hat. Dieses Gehirn, was da präsentiert wurde, ist auch nicht das Gehirn des Präsidenten gewesen. Das haben sie auch nachvollziehen können. Okay. Auch das Gewehr, das Oswald bestellt haben soll, um diese Schüsse abzugeben, ist auch nicht dieses Gewehr, das man zum Beispiel auf diesem, was ja auch bewiesen wurde, auf diesem Montagefoto zu sehen ist. Also es passt langsam überhaupt nichts mehr. Und man wird dann auch wirklich wieder reingezogen in die Faszination dieses Falls, wie das für mich klingt, ne? Auf jeden Fall. Das ist einfach ein für mich sehr interessantes Thema. Also ich habe damals auch das Garrison-Buch gelesen. Ich hätte, glaube ich, auch den Warren-Report gelesen, wenn ich es gekonnt hätte. Aber das wäre jetzt ein bisschen arg gewesen. Es ist interessant. Und man sitzt einfach auch nur da und es ist halt wirklich auch alles bewiesen. Also ich habe danach nochmal im Internet nachgelesen auch und es stimmt tatsächlich, was sie da noch zutage gebracht haben. Und trotzdem, das ist ein Kartenhaus, das zusammenfällt und das im Untergrund dann nochmal weiter aufgebaut wird. Ich glaube persönlich niemals dran, dass wir da tatsächlich die Wahrheit herausbekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie der Film das rüberbringt. Zum einen halt, was er so zeigt. Also ich sehe jetzt hier gerade, dass unter anderem als Erzählstimmen Donald Sutherland und Whoopi Goldberg am Start sind. Und andererseits weiß man ja, dass Oliver Stone, also hatte ich ja schon in der Anmod erzählt, Oliver Stone ist ja durchaus ein bekannter Regisseur mit einer gewissen politischen Konnotation, der aber auch so ein bisschen das Problem hat, dass er alles andere als subtil zu Werke geht und dass er auch sehr natürlich das Ganze prägt mit seiner Sicht auf die Dinge. Wie ist das denn hier? Wir haben Oliver Stone hier als Host, der ein paar Interviews führt,
Ansonsten ist es dann immer nur eine der besagten Erzählstimmen, die durch das Geschehene leitet. Es sind Dutzende von Tonaufnahmen, von Filmaufnahmen. Und es ist mir, also mir kam es wirklich sehr objektiv rüber. Es wurden jetzt nicht gewisse Leute dann in, also gewisse Leute rücken dann schon in gewisse Lichter, wenn man einfach diese, die neuen Erkenntnisse verarbeitet und dann das Ergebnis präsentiert und sagt, das stimmt nicht, was er gesagt hat und das stimmt auch nicht. Aber es ist nie so plakativ oder die Leute auf ein Podest gestellt und damit Eiern beworfen, sondern es zeigt relativ kühl und auch emotionslos, was Neues rauskam. Und ich finde nicht, dass man da irgendwie eine Positionierung sieht. Wirkt wie ein Aufklärungsbericht. Okay, das überrascht mich schon ein bisschen, weil Oliver Stone, wie gesagt, ist jemand, der auch gerne mal wirklich provoziert, überspitzt. Aber es kann natürlich auch sein, dass das hier vielleicht auch im Hinblick auf Kennedy auch eine emotionale Geschichte ist für ihn, aber vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt, dass er einfach wirklich zur faktenbasierten Aufklärung beitragen will, ne? Richtig, ja. Das ist genau das, was das Ganze nochmal einen Tick mehr Schärfe verleiht. Hast du denn, also weil du jetzt gerade meintest, jetzt so abschließend, warum gehst du davon aus, dass nie so 100% die Wahrheit ans Licht kommen wird oder immer nur so, ja, so häppchenweise? Das Problem ist, glaube ich, tatsächlich, dass die Menschen, die wissen, was da wirklich vorgefallen ist, entweder tot sind, mhm, oder ja, ermordet wurden oder verschwunden sind. Und ich glaube, dass das so weitreichend ist. Und nach meiner Meinung nach habe ich das Gefühl, das sind überall kleine Zellen gewesen, wo nicht jeder wusste, was da überhaupt passiert. Jeder hat kleine Aufgaben gekriegt, die zu einem großen Ganzen geführt haben. Ich glaube wirklich, bis auf ein paar Handauserlesene wussten die Leute gar nicht, was hier überhaupt läuft. Ja gut, dann bin ich mal gespannt, wie sich so ein Film jetzt hier im aktuellen Klima macht, weil JFK ist ja auch immer ein großer Stoff für, ja, muss man leider sagen, Verschwörungstheorien gewesen. Und wir leben ja im Moment in einer sehr unsteten Zeit, wo die gerade sehr on vogue sind. Wird sich zeigen. Ich würde dich aber eigentlich nur noch bitten, ein Fazit abzugeben. Was möchtest du denn vergeben? Was möchte ich vergeben? Ich möchte, also es ist schwer, da eine wirkliche Wertung reinzuhauen. Ich würde eher eine Empfehlung aussprechen. Ich fand die Dokumentation, mir hat sie sehr gut gefallen, einfach weil ich auch ein gewisses Vorwissen habe. Das sollte man sich schon aneignen, wenn man sich dafür entscheidet. Es gibt ja viele neue Sachen. Es gibt manche Sachen, die nochmal anders da erzählt werden, aus einem anderen Blickwinkel. Es ist auf jeden Fall super interessant, aber es ist 2 Stunden lang volle Konzentration gefordert. Mm. Es sind sehr viel Informationen, es werden sehr viele Namen eingeblendet, von denen ich auch mit einigen natürlich nichts anfangen konnte, weil ich die ganzen Geschehnisse jetzt auch nicht auswendig im Kopf habe. Aber es ist viel Information, man ist danach wirklich auch so ein bisschen erschlagen und muss erstmal alles so ein bisschen sammeln, aber sie macht super viel Spaß. Und im Zweifelsfall guckt man sich dann vielleicht, bevor man sich die zu Gemüte führt. Das ist ja zumindest der positive Aspekt. Der Film ist ja kürzer als der quasi Vorgänger, weil der ging im Director's Cut 3,5 Stunden. Kann man aber auch sehr empfehlen, JFK, Tatort Dallas. Ich habe jetzt tatsächlich Lust auf den Film, werde den noch schauen. Wird wahrscheinlich schnell auf Amazon Prime oder vielleicht sogar Netflix landen. Sven, ich danke dir recht herzlich und vielen Dank. Ciao. Dankeschön. Ciao, ciao. Hallöchen und willkommen zur Besprechung des Disney Plus Films Nicht schon wieder allein zu Hause. Ein Film aus dem Kevin allein zu Hause Universum, wenn man es so nennen kann. Nicht allein zu Hause oder vielleicht doch, ist es du? Hallo? Hallo, ich bin allein zu Hause und sehr einsam. Ich hoffe aber, dass dein Nicht-Zuhause-Sein jetzt nicht von irgendwelchen EinbrecherInnen oder so durchbrochen wird, denn wir müssen jetzt noch schnell diesen Cast hier aufnehmen. Du hast dir diesen Film angeschaut, der jetzt seit 12. November 2021 auf Disney Plus zur Verfügung steht, zum Anschauen bereit ist. Kannst du das kurz einordnen? Ich habe keine Ahnung von diesem Film, denn ich habe ihn nicht gesehen und weiß auch jetzt noch nicht so richtig, ist es jetzt ein Spin-off, ist es eine Fortsetzung, ist es ein Reboot, was ist das?
Ich würde es als Reboot bezeichnen. Es spielt nämlich in der gleichen Welt wie das Original. Es gibt auch zig Verweise auf das Original. Aber an und für sich ist die Handlung dann auch wieder eher ein Remake. Es ist, ja, Reboot, Remake. Das ist so, glaube ich, die Bezeichnung, die ich jetzt anbringen würde. Aber, ja, ganz ehrlich, who cares? Das heißt, wir können uns die Inhaltszusammenfassung wahrscheinlich auch sparen. Oder möchtest du es trotzdem kurz umreißen? Ja, also eigentlich finde ich das ein interessantes Detail bei dem Film, wo ich zu Beginn noch dachte, okay, das könnte wirklich interessant werden. Es geht mal wieder um einen Jungen, der heißt hier nicht Kevin, sondern Max, gespielt von Archie Yates. Den kennt man als Kumpel von Jojo Rabbit aus dem gleichnamigen Film. Und der hat das Problem, wie auch eins Kevin McAllister, es ist Weihnachten zwar, aber seine Familie ist im Urlaubsstress, seine Verwandten sind da und ach, alles ist ätzend. Aber dann wird er halt leider vergessen, als die liebe Verwandtschaft nach Tokio fliegt. Das Haus gehört also ihm. Jetzt ist es aber so, natürlich kommen wieder Einbrecher, aber das sind keine Ganoven wie jetzt einst Daniel Stern oder Joe Pesci. Nein, es ist ein Ehepaar. Und dieses Ehepaar glaubt, dass Max eine wertvolle Puppe ihnen geklaut hat. Und diese Puppe brauchen sie, weil sie große Schulden haben. Ohne diese Puppen werden sie ihr Haus verlieren. Das heißt, diese Einbrecher haben durchaus gute Gründe, warum sie in das Haus von Max einbrechen. Der sieht das aber gar nicht so richtig ein, der weiß ja auch gar nicht, was überhaupt Sache ist. Und ja, am Ende kommt eben das, was wir alle erwarten von einem Home Alone-Film, nämlich da wird das Haus erstmal präpariert und dann wird eine Falle nach der anderen ausgelöst. Die ersten beiden Teile, die zählen ja schon zu den Weihnachtsklassikern. Also sowohl Kevin allein zu Hause als auch Kevin allein in New York, die laufen mir schon an Weihnachten rauf und runter. Was jetzt vielleicht viele gar nicht wissen, dass es auch noch drei weitere Teile gab, die ich jetzt hier gar nicht alle aufzählen möchte, zu denen wir aber auch hier beim Telestammtisch tatsächlich mal irgendwann mal drüber geredet haben. Es waren finstere Zeiten damals. Ja, genau. Denn was diese drei Fortsetzungen dann alle miteinander gemeinsam hatten, ist, sie haben dann nie mehr an das tatsächlich herangereicht, was denn die ersten beiden Teile so verkörpert und so auch mitgebracht und aufgebaut haben, unter anderem, weil auch dann der Hauptdarsteller gar nicht mehr mit dabei war. Das ist ja hier nun auch nicht der Fall. Aber hat dieser Film oder diese Fortsetzung oder dieses Reboot vielleicht dann doch andere Qualitäten oder rutscht der dann doch in Richtung jener Filme wie zum Beispiel Wieder allein zu Haus oder Allein zu Haus der Weihnachtskuh? Zu Beginn war ich wirklich froher Hoffnung, weil es den Anschein machte, dass dieser Film wirklich einen interessanten, ich sag mal, Stellungswechsel vollzieht. Nämlich, zu Beginn ist es wirklich so, zumindest aus meiner Perspektive, dass diese beiden Einbrecher, die schon recht früh eingeführt werden, sympathischer sind als dieser Max, als der neue Kevin. Max wirkt zu Beginn wirklich wie ein Arschlochkind. Also unsympathisches Drecksgirl, um es mal so auszudrücken. Ja? Und da dachte ich mir, eigentlich nette Idee, das ist dieses Kill Your Darlings. Ne? Also drehen wir das einfach mal auf links, das ganze Konzept. Aber das traut sich der Film dann doch nicht. Das wird dann relativ schnell wieder sein gelassen. Und ja, die Einbrecher, also sie heißen Pamela und Jeff, werden durchaus, ja, nett charakterisiert und skizziert, also ganz anders als jetzt Marv und Harry, die waren halt einfach nur Ganoven, Punkt aus, fertig. Das bringt aber ein großes Problem mit sich. Wenn dieses liebenswerte Ehepaar gegen Ende halt in das Haus einbrechen und wie gesagt, das ist ein guter Grund, ohne diese Puppe verlieren sie ja ihr Haus, ja, dann werden sie halt mit Billardkugeln, Nadeln, Legostein, Feuer und Eiszapfen traktiert. Das ist aber nicht lustig, es tut einem eher leid. Weil diese Figuren wirken zu menschlich. Da fehlt das Cartoonische, ist nicht mehr da. Und das funktioniert von vorne bis hinten nicht. Es ist ein Graus, diesem Finale zuzugucken. Weil es ist nicht richtig umgesetzt, dass man sagen könnte, okay, sie machen daraus jetzt wirklich was Unangenehmes. Es ist aber auch nicht richtig umgesetzt, dass man sagt, okay, man hat damit Spaß. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und das trifft leider Gottes so ziemlich auf den kompletten Film zu, der, wie gesagt, einen interessanten Start hat, aber nach 15 Minuten das komplett wieder vergisst und dann einfach nur noch Referenzen abfeuert, die total fantasielos sind, Gags abfeuert, die schon damals nicht besonders frisch waren. Und halt am Ende komplett versagt. Es ist wirklich schade. Ich hatte mich ein bisschen gefreut auf den Film.
weil die Autoren dahinter sind zwei Veteranen von Saturday Night Live, dieser legendären Comedy-Sendung aus den USA. Aber ganz ehrlich, dieser Film, er funktioniert leider nicht. Also würdest du sagen, dass da nicht mal dieser klassische Slapstick-Humor, der ja wirklich schon sehr einfach ist und dann vor allen Dingen auch im Finale immer wieder zum Kernstück der Reihe, nenne ich es mal, gehört, selbst der überschattet das nicht, dass man dann doch irgendwie die Einfälle schon mal gesehen hat oder so? Es kommt halt immer darauf an, wer auf der Bananenschale ausrutscht. Und wenn das jemand ist, mit dem ich sympathisiere, wo ich auch, sag ich mal, ein paar Hintergrundinfos habe, dann finde ich das nicht mehr so lustig, wenn der irgendwie ausrutscht auf der Bananenschale und sich wehtut. Und genau das passiert hier. Bei Marv und Harry, das waren Abzieh-Klischee-Bilder. Das waren einfach die Bösen. Fertig. Du hast über die beiden nie was erfahren, außer dass der eine vielleicht ein bisschen dümmer war als der andere. Das hat ausgereicht, ja. Wie gesagt, das waren Cartoon-Figuren. Das Finale von Home Alone 1 und auch 2 war ein reinrassiger Cartoon mit menschlichen Darstellern. Und jetzt hier bei Home Sweet Home Alone, wie im Original halt heißt, das haben sie nicht gerafft. Da fehlt dieses ganze Cartoon-artige. Und das macht den Film fast schon ein bisschen verstörend. Aber auch nicht zu sehr, dass ich jetzt von meiner Warte aus sagen könnte, das macht's interessant. Okay, also für Stu wird's wahrscheinlich kein Klassiker. Stu wird sich den wahrscheinlich nächstes Jahr nicht nochmal anschauen. Aber vielleicht kannst du es nochmal kurz zusammenfassen, beziehungsweise eine Punktevergabe von 0 bis 5 gesicherten Häusern. Ganz knappe 1,5 von 5 gesicherten Häusern, aber wirklich ganz knapp. Mehr so in Richtung 1. Wie gesagt, am Anfang hatte ich wirklich Hoffnung. Da dachte ich wirklich, wow, das ist eigentlich eine brillante Idee, das einfach mal so zu switchen. Das Kind vielleicht mal so ein bisschen der Arsch ist, aber das ziehen sie leider nicht durch. Leider von mir keine Empfehlung. Wenn euch der Film trotzdem gefällt, sei es, viel Spaß, frohe Weihnachten. Ja, genau, frohe Weihnachten. Ist noch ein bisschen hin, bis dann hören wir uns hoffentlich auch wieder. Ich sag tschüss und jetzt geht's weiter. Tschüss. Ciao. Der Platzspitz ist ein Park im Herzen Zürichs, in dem es in den 1980ern bis so Anfang, Mitte der 1990er eine offene und ja eben tolerierte Drogenszene gegeben hatte, bei der wohl Drogensüchtige aus ganz Mitteleuropa zusammenkamen. Darum, beziehungsweise so um die Folgen von dem, was dort geschehen ist. Denn aufgrund des öffentlichen Drucks wurde der Park dann 1992, glaube ich, geschlossen. Dreht sich der Film, um den es hier und jetzt in den nächsten Minuten gehen soll. Bei mir ist Britt-Marie, hallo. Hallo. Und ich bin Paul und wir beide haben den Film Platzspitzbaby sehen dürfen. Ich habe das vor circa einem Jahr im Rahmen der Hofer Filmtage schon gemacht und habe ihn deshalb nicht mehr ganz so frisch vor Augen. Britt-Marie hingegen hat erst vor wenigen Minuten den Abspann gesehen, deswegen fasst doch gerne mal zusammen, worum es denn geht. Ja, es geht um Mia, ein 11-jähriges Mädchen und ihre Mutter Sandrine. Ihre Mutter ist heroinabhängig und Mia ist also ein sogenanntes Platzspitz-Baby, ja, also du hast gesagt Platzspitz, also die offene Drogenszene eben in Zürich. Und ihre Mutter hängt da eben ab, hat da wohl auch den Vater kennengelernt, André, der auch drogensüchtig ist. Und der Film ist quasi die Geschichte oder ein Auszug aus einer kurzen Zeit in Mias Leben. Und ja, wie es ihr geht, wie sie mit ihrer Mutter zusammen lebt und wie die Verhältnisse sind. Denn 95 war es wohl so, dass diese offene Drogenszene oder diese Platzspitz eben aufgelöst wurde und alle Junkies und Süchtigen, die sich da eben die ganze Zeit aufgehalten haben, wieder in ihre Heimatkommunen zurückgeschickt worden sind. Und in den Heimatkommunen waren dann die entsprechenden Stellen, die zuständig waren für die Leute, meistens völlig überfordert. Und genau das ist es auch, was wir dann jetzt hier zu sehen kriegen. Genau, richtig. Das ist auch am ehesten dann ein Drama, was wir hier sehen. Es hat leider, ich weiß nicht warum, es hat den Untertitel, den deutschen Untertitel, Meine Mutter, ihre Drogen und ich. Ja, ganz fürchterlich. Aber kommen wir mal vielleicht zu denen. Dafür kann der Film ja nichts, was sie im Deutschen aus dem Titel gemacht hat. Wie gesagt, bei mir ist es einige Zeit her, dass ich den gesehen habe, aber was mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, sind einmal die schauspielerischen Leistungen und einmal, dass in diesem Film sehr im Fokus stand diese Mutter-Tochter-Beziehung. Ja,
Also es geht darum, dass Mia eben bei ihrer Mutter lebt und ihre Mutter aber, da sie drogensüchtig ist, eben nicht in der Lage ist, ihr eigentlich einen normalen Alltag zu bieten. Also solche, sagen wir mal, geordneten Lebensstrukturen wie Aufstehen, Frühstück, Schule und so weiter, das ist nicht wirklich. Mia geht zwar in die Schule, aber die Schule ist so ein bisschen auch so ein Strukturgeber in ihrem Alltag. Sie ist ganz froh, wenn sie raus ist aus dem, ja, aus der Wohnung, wo ihre Mutter entweder abhängt und völlig zugedröhnt ist, oder aber ihre Mutter ist gar nicht da und hängt eben mit ihren Drogenbuddies ab und oder versucht eben Drogen zu kaufen, und das natürlich mit Hilfe von Mia, denn wenn Mia die Drogen kauft, sie ist minderjährig und geschnappt wird, dann wird sie eben nicht in den Knast gesteckt wie ihre Mutter, wenn sie dabei erwischt werden würde. Zudem nutzt ihre Mutter sie auch aus, indem sie zum Beispiel, wenn sie einkaufen gehen, Zigaretten und solche Dinge eben in ihrer Jacke versteckt und quasi über ihre Tochter klaut. Und Geld ist irgendwie auch nie da, weil natürlich alles Geld, das irgendwie da ist, für Drogen ausgegeben wird. Ja, und so begleitet man Mia eben durch einen ziemlich trostlosen Alltag, muss man schon sagen. Und es gibt dann auch immer wieder Szenen mit dem Jugendamt, und da sieht man aber auch diese Jugendamtsbeamtin, die völlig überfordert ist von der Situation oder zumindest so wirkt und das auch nicht so richtig in den Griff bekommt. Und dann gibt es noch den Vater, der auf jeden Fall einen strukturierteren, normaleren Alltag dem Kind bieten könnte, aber der ist auch drogensüchtig. Also man denkt sich die ganze Zeit nur, während man den Film guckt, geh doch zu deinem Vater, also da hast du wenigstens noch ein bisschen Schutz sozusagen, und du hast wenigstens einen Alltag und du kriegst was zu essen auch und so Basissachen, ja, also Kleidung, Essen, Betreuung etc. Und das denkt man sich zwar, aber am Ende ist es dann so, dass ja der Vater auch drogensüchtig ist. Also es gibt irgendwie keinen Ausweg, keinen richtigen. Und das Jugendamt weiß auch nicht so richtig, wie es das handeln soll. Also der Vater möchte gerne, dass Mia von der Mutter wegkommt. Mia selber steht zu ihrer Mutter. Ihre Mutter hat sie auch so ein bisschen, muss man schon so ein bisschen sagen, so ein bisschen indoktriniert, nach dem Motto, wir sind die zwei Piraten, wir gegen den Rest der Welt. Ja. Und die guten Momente haben das bisher immer wettgemacht. Also Mia hat dann immer sich an die guten Zeiten mit ihrer Mutter erinnert, wenn es dann wirklich hart auf hart kam. Und irgendwann kippt dann aber der Schalter. Das ist das, was wir hier zu sehen kriegen im Film, dass es immer mehr wird und mehr wird und mehr wird, bis es eben irgendwann nicht mehr geht. Und dass sie dann freiwillig eben sagt, so, jetzt ist es genug, ich halte das hier nicht mehr aus. Und ich meine, sie ist 11, also das geht ja schon ein bisschen, wohl schon ihr ganzes Leben lang so. Und dass sie sich da jetzt quasi freiwillig gegen die Mutter entscheidet, da muss schon ein bisschen was passieren. Und ja. Ja, und das Ganze ist sehr, so wie ich es in Erinnerung habe, sehr authentisch eingefangen, beziehungsweise, ich würde es nicht sagen, nicht direkt dokumentarisch, weil es gibt auch sehr explosive Szenen, zum Beispiel, wo die Mutter, ich glaube, es war, wo sie die Dame vom Jugendamt konfrontiert. Also es geht auch mal so ein bisschen zur Sache, aber im Großen und Ganzen, wie hat dir diese Aufmachung oder diese Inszenierung gefallen? Ich war erstaunlich, überrascht davon, dass mir der Film so gut gefallen hat. Also ich fand's gut. Es ist ein Spielfilm, also das sieht man schon, das ist geschauspielert. Das mag, es ist alles, es wirkt sehr realistisch. Nun muss ich auch sagen, ich kenne mich in der Szene natürlich nicht aus. Also für mich als Außenstehenden wirkt es sehr realistisch. Ich bin überrascht davon, wie gesagt, dass mir der Film so gut gefallen hat, weil das natürlich ein Thema ist, wo ich schon so dachte, oh, also gerade so Drogenmilieu, und du weißt halt, das sind alles, im Grunde sind das alles, ja, kaputte Existenzen. Oder wie Mia eben, jemand, der da so reingeschmissen wurde und gar keine Chance hat auf irgendeine Zukunft oder auch irgendwie rauszukommen. Also der so völlig im System verloren ist und irgendwie auch völlig vergessen ist und so untergeht. Und das ist irgendwie schon sehr deprimierend. Also sowas zu schauen, da muss man auch in der Stimmung für sein. Also normalerweise hat man ja, glaube ich, eher Lust auf nettere Dinge und nicht so wirklich richtig Dramatisches. Und rausgerissen hat es für mich tatsächlich, muss ich sagen, vor allen Dingen die schauspielerische Leistung von Mia, beziehungsweise der Schauspielerin, die Mia spielt, nämlich Luna Messi. Und ganz toll, also großartig. Ich war wirklich sehr beeindruckt. Wenig
extremes Drama. Also man könnte sie ja meinen, jetzt zum Beispiel, was weiß ich, sie weint die ganze Zeit oder sonst irgendwas, das überhaupt gar nicht. Aber sie ist sehr ausdrucksstark in ihrem Spiel und auch in ihrer Mimik, finde ich. Also das Gesicht transportiert unheimlich viel. Da war ich sehr beeindruckt von. Ja, wir sind schon so gut in der Zeit, deswegen können wir auch gleich. Ich würde dich einfach mal bitten, ein Fazit und eine Punktevergabe, weil ich traue mich hier gar nicht nochmal. Vielleicht müsste ich ihn nochmal sehen, um ihn voll umfänglich eine Punktzahl geben zu können. Deswegen bitte ich dich einfach noch kurz um ein Fazit, beziehungsweise um 0 bis 5. Ja, ja, ich würde dem Ganzen, ich würde ihm 4 Punkte geben. Also ich fand ihn wirklich gut. Gut, dann danke Britt-Marie für deine Einschätzung nochmal und dann danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wie ist es soweit? Wir erleben jetzt im November schon ein kleines Weihnachtswunder, nämlich einen Netflix-Film, der es ins Kino geschafft hat. Und damit hallo und willkommen zur Besprechung von Ein Junge namens Weihnacht, den ich nicht gesehen habe, aber Ein Junge namens Paul hat ihn gesehen. Hallo Paul. Hallo Stu. Paul, worum geht's? Ein Junge namens Weihnacht ist quasi eine Origin-Story oder eine Ursprungsgeschichte von Weihnachten beziehungsweise dem Weihnachtsmann. Wir befinden uns in Finnland zu unbestimmter Zeit. Der junge Nikolas, der macht sich auf die Suche nach seinem Vater und auf die Suche nach einem geheimnisvollen Wichteldorf, denn irgendwo im Norden, da sollen sich doch tatsächlich solche Geschöpfe wie Wichtel, Trolle und Elfen und so weiter verstecken. Okay, klingt für mich wirklich nach einem glasklaren Weihnachtsmärchen für die ganze Familie, kommt ja auch passend zur Weihnachtszeit in die Kinos, nämlich am 18. November. Hat sie denn gefallen? Ich komme langsam in Weihnachtsstimmung. Ich glaube, das ist tatsächlich schon der dritte Weihnachtsfilm, den ich dieses Jahr hier für den Telestammtisch bespreche. Man merkt es in der Filmlandschaft, es ist wieder die Zeit für solche bestimmten Filme und genau diese Atmosphäre oder dieses Gefühl, dieses bringt auch dieser Film wieder mit rüber. Gleichzeitig muss man aber schon sagen, dass der hier sich schon an die gesamte Familie richtet und dementsprechend vielleicht auch an ein jüngeres Zielpublikum. Er erzählt, du hast ja gesagt, es ist eine Origin-Geschichte. Ja. Was ist denn da der Origin? Das Weihnachtsfest oder der Weihnachtsmann oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, alles. Es wird gezeigt, wie Weihnachten quasi entstanden ist. Wie ist jemand auf die Idee gekommen, also beziehungsweise eben der Weihnachtsmann, hier kleiner Spoiler in Form eben von einem Jungen namens Weihnacht, der dann gegen Ende da zu den verschiedenen Kindern oder in die verschiedenen Häuser durch den Schornstein einsteigt und dort Geschenke hinterlässt. Aber das ist eigentlich gar nicht so zentral, sondern es wirkt wie ein Anhängsel, was man dann eben am Ende noch mit reinbaut. Es hätte auch genauso gut ohne dieses Anhängsel funktioniert. Im Vordergrund steht hier wirklich diese Suche einmal nach dem Vater, der am Anfang des Films aufbricht und eben diese Suche nach diesem Wichteldorf und was hat es mit diesen Gestalten auf sich und so können die, dann fängt eine Maus plötzlich an mit Reden, also so ein bisschen Fantasy und dann gibt's auch da noch den Bezug von Menschen. Wie verhält sich die Beziehung von Menschen und magische Wesen? In diesem Wichteldorf gibt's dann auch quasi so einen kleinen Wichtelaufstand oder so einen Widerstand, weil doch eine Vorsitzende dann dort in diesem Wichteldorf ist, die die Menschen am liebsten komplett raushaben möchte oder nie wieder in diesem Dorf haben möchte, weil es eben zu gewissen Vorfällen gekommen ist. Im Grunde dreht sich's mehr um diese, ja, ich würde sagen, schon kleine Fantasy-Geschichte als jetzt tatsächlich um Weihnachten, wobei natürlich solche Faktoren wie eben Wichtel, Geschenke, Schnee, solche oder Rentiere, sowas ist dort allgegenwärtig. Das sind ja schon so diese ganz klassischen Tropen und Klischees, aber hat der Film auch Ambitionen, irgendwie was Neues hinzuzufügen oder nimmt er nur das Altbekannte und variiert es einfach ein wenig? Er nimmt wirklich nur das Altbekannte und macht dann dort einen Mix raus, der mir persönlich eigentlich fast manchmal zu viel ist. Also wir haben ja ganz oft das Ding, dass man keine richtigen Figuren hat, sondern die eben nur dafür da sind, damit unsere Hauptperson hier einen Schritt weiterkommt. Also wir haben auch ganz viele Sidekicks, nenne ich es mal, oder Comic Relief Charaktere. Charaktere, die es gar nicht bräuchte, die aber halt da sind, um die Geschichte dann doch nochmal anzustoßen oder sie um in eine andere Richtung zu stoßen und so weiter. Also sehr viel Mix und dann hat man auch noch eine große, alles umspannende
Haupthandlung, in dem eigentlich die von Maggie Smith gespielte Figur diese Geschichte erst erzählt, fließt manchmal nicht so richtig organisch für mich über. Jetzt habe ich ja zu Beginn gesagt, dass es ein Netflix-Film ist und das war kein Scherz. Das ist wirklich eine Netflix-Koproduktion, die hierzulande aber erst noch ins Kino kommt und dann glaube ich, ich nehme mal stark an, nächstes Jahr zu Weihnachten dann vielleicht bei Netflix bei uns erscheint. Jetzt haben Netflix-Filme ja oft so dieses, ich sag mal, Problem, dass man ihnen durchaus ansieht, dass sie nicht für die große Leinwand gemacht worden sind. Wie sieht es mit einem Jungen namens Weihnacht aus? Hat der leinwandfüllende Bilder oder sagst du, okay, der ist vielleicht ganz schön und ganz nett, aber ganz ehrlich, den kann man ohne Probleme auch zu Hause auf dem kleinen Bildschirm sehen? Ich glaube, man kann ihn sowohl als auch, also man kann ihn sowohl im Kino anschauen als auch zu Hause. Für zu Hause spricht die Effekte, zumal von diesen kleinen, zum Beispiel die animierte Maus oder die Tiere. Also man sieht schon, dass das jetzt nicht vielleicht echte Tiere sind, sondern dass die schon bearbeitet worden sind. Oder auch die Kulissen, das sieht schon alles nach Kulissen aus, zum Beispiel dieses Weihnachtsdorf. Aber gleichzeitig haben wir hier wirklich riesige Landschaftsaufnahmen, verschneite Winterlandschaften, die teilweise ja sehr echt, aber teilweise auch ein bisschen natürlich noch vom Computer erweitert sind, aber die wirklich auch auf der Leinwand richtig, richtig gut aussehen. Also allein für die Winterlandschaften lohnt es sich schon, den auch auf einem größeren Bildschirm oder eben auf einer größeren Leinwand zu sehen. Glaubst du denn, dass ein Junge namens Weihnacht das Potenzial hätte, zu einem dieser legendären Weihnachtsfilmklassiker zu werden, die man jedes Jahr wieder rausholt? Oder glaubst du einfach, den guckt man sich einmal an und am nächsten Weihnachten weiß man gar nicht mal, dass der Film existiert? Ja, den guckt man, glaube ich, einmal, weil er eben aus so verschiedensten Versatzstücken besteht. Wie gesagt, so das wirklich Innovative natürlich jetzt nicht mitbringt. Der hat ein paar Szenen oder ein paar Story-Entscheidungen, sag ich mal, die, glaube ich, für die kleinsten sogar ein bisschen sehr krass sind und auch vielleicht ein bisschen unvorhersehbar daherkommen, aber ich glaube nicht, dass er ikonisch ist, denn weder von seinen Charakteren noch von seinem Drumherum ist er das, nach meinem Empfinden zumindest. Eine letzte Frage, bevor wir dann zum Fazit kommen. Der Film erinnert mich so von seiner Prämisse sehr stark an einen anderen Netflix-Film, der, glaube ich, vor ein, zwei Jahren kam, nämlich der Animationsfilm Klaus. Würdest du sagen, das wäre ein gutes Doppelfeature oder sagst du dann vielleicht, dass Klaus dann vielleicht doch der fantasievollere und bessere Weihnachtsfilm ist? Doppelfeature vielleicht, aber ich glaube, Klaus funktioniert auch eigenständig gut und vielleicht sogar besser als jetzt im Doppelpack mit dem hier. Alles klar. Gut, dann wird es Zeit, ein Fazit zu fällen für einen Jungen namens Weihnacht. Du kannst vergeben 0 bis 5, wir sind mal ganz kreativ, Rentiere. Wie viele Rentiere bekommt ein Junge namens Weihnachten von dir? Das tut mir mal leid, dass ich immer, wenn ich mit dir aufnehme, die Tiere immer zerteilen muss. Ich gebe 2,5. Als Weihnachtsfilm für die ganze Familie ist das für einen Nachmittag sicherlich was Schönes. Die erwachsenen ZuschauerInnen können ja vielleicht mal nach 2 Game of Thrones DarstellerInnen Ausschau halten. Die haben sich nämlich auch in diesen Film verirrt, wie übrigens auch Toby Jones als für ihn sehr untypischen Charakter. Das ist vielleicht so als Blickfang für die Erwachsenen und für alle anderen ist das, denke ich, vielleicht auch so ein Spaß. Alles klar. Gut, dann danke ich euch da draußen fürs Zuhören, wünsche euch noch viel Spaß im Kino, beim Streaming, wo auch immer. Frohe Weihnachten, wobei wir haben noch ein paar Wochen, aber hauptsächlich bleibt uns treu und bleibt gesund. Adios. Tschüss. Herzlich willkommen zu unserer Besprechung des Films Mein Sohn. Ich bin der Stu und nicht mein Sohn ist der Paul. Hallo Paul. Hallo Stu. Damit wir das schon mal gleich vorab klären, es gab so Gerüchte, dass wir beide vielleicht in irgendeinem verwandtschaftlichen Verhältnis stehen. Dem ist nicht der Fall. Was uns aber verbindet, ist die Liebe zum Film, die Liebe zum Kino. Dementsprechend bin ich ein bisschen angepieselt, dass du diesen Film vorab schon sehen konntest, und zwar im Kino. Und die Rede ist, wie gesagt, von Mein Sohn. Bevor ich dich jetzt aber befrage, was an dem Film gut ist, was an dem Film mittelmäßig ist und was vielleicht an dem Film schlecht ist, kannst du uns eben kurz erklären, worum geht es in Mein Sohn? In Mein Sohn geht es um die Mutter Marlene, gespielt von Anke Engelke, und ihren Sohn Jason. Und Jason hat einen schweren Skate-Unfall. Er überlebt diesen Unfall, kann jedoch nicht mehr so richtig laufen. Er ist jetzt viel mit Krücken unterwegs und muss eben behandelt werden, beziehungsweise in eine Reha-Klinik in die Schweiz. Und zu dieser Reha-Klinik begleitet ihm eben seine Mutter in ihrem Auto und quasi auf einem kleinen Roadtrip kommen sich die beiden vielleicht so wieder ein bisschen näher, was ihre Mutter-Sohn-Beziehung angeht und so weiter. Und ja, es entwickelt sich ein Roadtrip, gemeinsame Reise in ihre Vergangenheit, vielleicht so ein bisschen auch, was bringt die Zukunft jetzt mit sich, und dann passieren noch ganz viele andere Sachen. Als Mutter Marlene
sehen wir Anke Engelke. Und Anke Engelke, die kennen wir ja hauptsächlich schon eher aus so komödiantischen Rollen. Sie kann natürlich auch anders, das hat sie auch schon bewiesen. Und jetzt haben wir hier ein waschechtes Drama. Wie hast du sie denn, oder wie hat sie dir gefallen in der Rolle der Mutter? Also Engelke ist großartig und wahrscheinlich auch die Stärke des Films. Das stimmt, dieser Film ist größtenteils Drama, verzichtet aber auch nicht auf komödiantische Einschübe, aber das geht nicht von Engelke, gar nicht von ihr aus, sondern eher von dem Drumherum. Ich mag die Frau sowieso, ich finde sie auch sonst eigentlich unfassbar witzig oder einfach irgendwie auch sympathisch. Und hier sie so in einer ernsten Rolle zu sehen, ist schon vielleicht ungewohnt, aber es passt sehr, sehr gut. Und ich finde, sie spielt diese Mutter wirklich sehr glaubhaft. Und mit ihr hatte ich auch wirklich großes Mitgefühl. Und ihr konnte ich in diesem Film am besten folgen, beziehungsweise ihre Perspektiven und ihre Blickwinkel konnte ich mit am besten nachvollziehen. Ganz im Gegensatz zu ihrem Sohn, der Jason, gespielt von Jonas Dassler. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt er sein soll. Es sieht, ich glaube, aus wie Mitte 20 und Jonas Dassler ist auch, glaube ich, so Mitte 20. Soll aber, glaube ich, erst so um die 18 sein und benimmt sich aber die ganze Zeit über wie ein 12-Jähriger. Ich weiß nicht, wen man sich hier als Vorbild genommen hat, aber wie teilweise unreif und unreflektiert er hier den größten Teil über dargestellt wird, das war für mich weder realistisch noch irgendwie unterhaltsam. Der Sohn, der ist natürlich so, das ist ein Rebell, der ist in seinen Jugendjahren, der ist aufsässig, aber der zerrt so an den Nerven der ZuschauerInnen und der ist auch so weinerlich und, Entschuldigung, aber mit dieser Figur bin ich den ganzen Film über nicht warm geworden. Klingt jetzt sehr nach Licht und Schatten und vor allem klingt es sehr danach, dass dieser Film halt hauptsächlich auch von diesen zwei Figuren getragen wird. Oder gibt es da außerhalb noch irgendetwas, was eine gewisse Bewandtnis hat? Es gibt viele Zwischenstationen, wie man es halt von so einem Roadtrip kennt. Und diese Zwischenstationen, die sind leider auch nicht so wirklich überzeugend, nenne ich es mal. Man bedient sich hier vieler Klischees. Man begegnet mal so hippieartigen Leuten, würde ich fast sagen. Oder man gabelt bei dem Roadtrip so einen dicken Anhalter auf, der stinkt furchtbar und der hat auch einen sehr eigenen Musikgeschmack. Oh, und das sind alles solche irgendwie Stereotypen, die habe ich schon in Dutzenden anderen Road-Movies oder so gesehen und die haben mich dann eher die Augen verdrehen lassen. Der Kinosaal war da schon doch teilweise mehr angetan, denn obwohl es ein Drama ist, gab es hier auch echt ein paar kräftige Lacher von den anderen, wo ich eher im Kinosessel etwas weiter nach unten gerutscht bin und gesagt habe, das sind echt Fremdscham-Momente. Aber im Grunde, wirklich im Mittelpunkt, steht die Mutter-Sohn-Beziehung. Und da gibt es auch ein paar schöne Szenen, wenn man eben mal darauf verzichtet, diese zu unterbrechen. Und gegen Ende entsteht auch so ein bisschen ein Payoff, ohne das jetzt das Ganze in einem schmalzigen Happy End auslaufen zu lassen. Aber wie du schon sagtest, hier gibt's von der einen und auch von der anderen Sache gibt's hier sehr viel. Und das ist ein ziemliches Auf und Ab. Klingt für mich nach einem Drama für Einsteiger. Oder so für Leute, die sich ein-, zweimal im Jahr ein Drama anschauen und dann noch am besten mit deutschen SchauspielerInnen oder einfach mit auch dieser sehr deutschen oder so Ästhetik, nenn ich's mal, oder dann so, dieser Film, der ist auch nicht schwer oder das ist auch kein tief trauriger Film, der behält so immer so sein Image vielleicht doch als leichte Tragikomödie mit eben Gewichtung eher Drama, aber auch so Popsongs und die Optik, die ist auch eher, das ist alles, es bleibt seichte Unterhaltung in meinen Augen. Ja, also wenn du sonst nichts mehr hättest, würde ich dir jetzt gerne den Raum geben, noch ein finales Fazit abzuliefern. Du kannst vergeben 0 bis 5 Skateboards. Also wirklich, wer Anke Engelke in dieser Rolle sehen will, der sollte sich diesen Film definitiv mal anschauen. Mir hat sie wirklich sehr, sehr gut gefallen. Der Rest ist sehr holprig, der Rest ist Geschmackssache und vielleicht bin ich auch, keine Ahnung, ich bin zu jung, vielleicht ist das auch eher so ein von einer älteren Generation nach auf, ach, die Jugend, die ist so aufsässig und so turbulent und so. Ich sehe mich da nicht so ganz drin, deswegen bleibe ich am Ende bei 2,5 von 5 Skateboards. Ja, dann vielen Dank für deine Meinung zu Mein Sohn. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß mit den weiteren Podcasts hier beim Telestammtisch. Und ich sage, bleibt uns treu, bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.
Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.